Hallo, grüß euch, der Grieß vom Method Fieldteam. Ich wollte eigentlich jetzt gerade. Die Begrüßung machen. Aber jetzt habt ihr es gesehen, live bis. Es ist Mittag. Es ist richtig heiß geworden. Vor zwei Wochen haben wir noch einen richtigen, war es noch richtig kalt und nass. Und jetzt ist es richtig heiß geworden, dass man ohne Schirm eigentlich gar nicht mehr da sitzen kann. Die Fische gehen gut. Natürlich mit der Feder. Eigentlich ist so jetzt du musst aufpassen, nicht da links einen großen Ast drin liegen. Wenn er mal da reinzieht, dann schaut es nicht gut aus. Eigentlich soll es ein weiterer Teil werden für die von der Schlei. Momentan, ich fange alles andere, nur die Schlei nicht. Aber ich sage mal so, solange der Fisch gut geht, ist wurscht welcher Fisch, das ist wichtig. Ist ein bisschen ungut da jetzt zum Drühen, weil der Schirm da mitten drin steht, aber anders geht es nicht, weil in der prallen Sonne hält man es nicht aus, ist viel zu heiß. Kleiner Schuppinger ist. Ich gehe schnell Fisch versorgen und dann zeige ich euch. Ich melde mich gleich. So, grüß euch nochmal. Ich habe jetzt erst gar nicht einmal Richtigkeit begrüßen können. Weil es so schnell gegangen ist. Gefangen habe ich nie wieder, also ein kleiner Schuppenkapfen war es, Ersatzkapfen, hat gut gekämpft, hat alles gepasst. Ich habe mich jetzt versorgt, ich habe ein Büdel gemacht, das spiele nachher rein. Habe da jetzt nicht mehr lang mit den Fischen umeinander. Ich schaue, dass so schnell wie möglich versorgt sind, die Fische, dass da nichts schief gehen kann. Altbewährtes System, Futterkorb, Helikopterrig mit Wurm. Ja, also früher Top-Köder und nicht nur wie für die Schlei, wie man sieht, auch für die Karpfen. Ja, einige Fische sind schon gegangen, es war ganz ein schöner auch dabei. Relativ großer Fisch und das zeige ich dann nachher noch. Und jetzt schauen wir mal, was weitergeht noch.
Also man konnte jetzt natürlich als Fischer in die Versuchung kommen und sagen, okay, man schafft es nicht oder man kann nichts, wenn man den Zielfisch nicht fängt. Ja. Ich glaube, es ist eher das Gegenteil. Man muss eher auf die Fische schauen, die man auch fängt. Ja. Der Zielfisch ist klar, den Fokus, dass man die Schlei nicht außer der Sicht kriegt, ist klar. Aber für die Beifänge, jetzt große Karpfen, andere Rotaugen, Brachsen und so weiter, eigentlich die machen das Ganze ja eigentlich aus. Also da ist eigentlich der Weg das Ziel. Ja. Also der Weg zur Schlei hin ist ja eigentlich das Interessante. Weil einfach viel Fisch, wobei man viele für den Fisch fängt. Ja. Ich fisch nicht unbedingt gern mit dem Wurm, muss ich dazu sagen. Also ich bin eher Pellets, Dumbles, eher in die Richtung. Und dann gibt es noch ein paar andere Köder, die ich noch gern fisch. Also Wurm ist nicht unbedingt so meins. Also für mich, ich bin eigentlich stolz schon auf mich, dass ich es jetzt momentan so durchhalte, wie ich es jetzt mache. Weil ich habe nur das ganze Jahr Zeit, das heißt, ich konnte mich eigentlich das ganze Jahr mit der Schlei noch befassen. Da habe ich natürlich den Ehrgeiz gepackt und ich möchte einfach der Erste sein, der halt das Rennen der Schleie eröffnet. Aber man darf auf keinen Fall die Fische, die man als Beifänge fängt, ja, also nicht den Zielfisch, darf man ja nicht vergessen und einfach sagen, okay, man kann da nichts oder es wird nichts. Sondern eigentlich ganz wichtig, die Fische, die da kommen oder die man da fängt, sind genauso zum Werten und eigentlich in dem Fall, wie gesagt, ist der Weg das Ziel. Ja. Vom Wetter muss ich sagen, hat sich das jetzt einpendelt. Das ist vor 2 Wochen war es noch so kalt, dass man 2 dicke Jacken braucht hat und dicke Hosen noch. Jetzt ist es so, dass es so warm ist wieder, dass man es in der Sonne, in der prallen Sonne, wie gesagt, schon gar nicht mehr aushält. Und der Luftdruck und so hat sich ein bisschen einpendelt, das Wasser ist um einiges wärmer geworden und die Fische gingen dementsprechend, also sie beißen wirklich ganz gut. Vom Futter her, wie gesagt, da fische ich nur Wurm, da schaue ich, dass ich wirklich die Wahrscheinlichkeit hoch halte, dass immer Schleim mal drauf geht auf den Wurm. Man konnte natürlich jetzt mit Meisen fischen, man konnte auch mit Fischpellets fischen, mache ich jetzt aber nicht. Auf der zweiten Stange, da ist es so, dass ich einen Dumbel oben habe, habe dort genauso Biss und ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass ich dort eine Schleife fange. Also sollte eigentlich alles möglich sein. Ja, dann schalte ich euch beim nächsten Mal wieder ein, wenn irgendwas ist Interessantes, gell? Es gibt eine Sache, das wollte ich aber schon mal sagen, und zwar, da gibt es verschiedene Meinungen, und zwar, wie mein Sessel anbringe, das heißt also, wie mein Sessel zum Gewässer hinstelle. Also, viele sitzen sich ja komplett schräg zum Wasser hin, also der nimmt die Fiederstange und tut die komplett schräg her, sodass er einen rechten Winkel zusammenbringt, ja. Kann man machen, ist alles kein Problem. Nur man hat dann das Problem, wenn man einmal schräg zum Wasser sitzt, also das heißt, einmal so hinsitzt und die Richtung ausschmeißt, dass man ständig die Bewegung hat, ja. Und das Problem, was man da hat, irgendwann kriegt man es mit dem Kreuz. Also, ich kann eigentlich nur den Rat geben, in die Richtung, wo ich hinfisch, das heißt also, die Richtung, wo ich hinschmeiß, ja, in die Richtung tue ich meinen Sessel. Dann habe ich den Vorteil, dass ich immer die gerade Position habe zum Werfen. Also ich muss mich da nicht vertrauen. Und die Stange lege ich vor mir schräg ab. Das heißt, ich kriege selten den 90-Grad-Winkel zusammen. Ist aber gar nicht nötig. Also, aber ich habe ein beschwerdenfreies Fischen. Man kriegt das mit dem Kreuz, wenn man den ganzen Tag wirft und jedes Mal wieder dann über die Achse vertraut und dann auswirft. Ja, erstmal sind die Würfe nicht zielgenau, also die sind ungenau und es ist einfach viel zu anstrengend. Also wichtig ist, ich zeige das nachher vielleicht nur mal von oben, in die Richtung, wo ich fisch, richte ich auch meinen Sessel aus. Weil dann sitze ich gerade drauf und kann gerade auswerfen und die Stange lege ich dann so ab. Damit habe ich es vor mir und ich brauche nicht, wenn ich da so rüber schaue, im Knack, also der Kopf soll gerade auch vom Körper her gerade aus sein. Weil sonst hat man ein Riesenproblem, man kriegt mit der Zeit einfach Knackweh und Kreuzweh.
Ich zeige euch das jetzt nochmal, ich tue nochmal die Kamera raus, sondern zeige euch das, wie das von mir ausschaut, von oben, also von hinten gesehen. Ja, ihr habt jetzt gesehen, die Fische gehen gut. Das ist mitunter ein Grund, warum es wichtig ist, dass die Bremsen nicht zu fest zudraht ist oder man fischt überhaupt mit einer Freilaufrollen. Weil wenn man was anderes tut und auch wenn man dabei sitzt, die Bisse, die sind so aggressiv und so schnell, dass man, selbst wenn man dabei sitzt, oft dann die Stange nicht ergreift und die ins Wasser fällt. Ich fische gerne, und ihr seht es, mit einer sehr leichten Bremse. Es ist einfach so, dass ich das besser finde, weil man erstmal nie weiß, was für Fisch das drauf ist. Und zweitens einmal kann man mit dem Finger stoppen. Das heißt, ich stoppe mit dem Finger die Rollen und somit kann ich ganz normal kurbeln, ohne dass die durchgeht. Aber sollte der Fisch eine starke Flucht machen, brauche ich nur einen Finger weg da und der Fisch kann eine Schnur nehmen. Ja. Ein bisschen mehr dran. Ist alles live, drum ist es so. Fisch versorgt. Schauen wir mal, ob wir so ein Tritt zum anderen zusammenbringen, dass wir einen Live-Biss draufbringen. Ich möchte euch jetzt das einmal zeigen, was ich zuerst gemeint habe, dass ich meinen Sessel immer in die Richtung ausgerichtet habe, wo ich auswürfe. Das zeige ich jetzt einmal. Also wenn man da jetzt schaut, ich wirf praktisch komplett nach vorn. Und zwar in Richtung Insel, also da oben schmeiße ich. Und das ist jetzt komplett die gerade Linie. Die Stange wird dann so abgelegt, dass praktisch vor mir die Spitzen ist. Damit habe ich den großen Vorteil, dass ich nachher einen Kopf nicht immer bewegen muss. Das heißt also, die Körperausrichtung ist geradeaus, die Kopfausrichtung ist geradeaus und dadurch habe ich den Vorteil, dass ich keinen Knack wegkriege und kein Kreuzweh. Also alles, was viele so fischen, die sich so hinsetzen, schräg hinsetzen, sozusagen zur Stange hin und dann alles gerade auswerfen, die haben das dann nicht lang. Also man kann das gerne mal probieren, aber man sieht es dann nicht schnell, dass das eigentlich nichts ist, weil einfach das viel zu viel an Körper belastet. Ja, das Konzert der Frösche hat angefangen. Die dann wir heute den ganzen Tag, spielen wir die heute schon was vor, ja. Ja, dann schauen wir weiter.
vielleicht, wenn wir gerade dabei sind, zum Platz. Also beim Platz sollte immer alles, also bei mir ist es so, oder zumindest ist es so, sollte alles greifbar und zusammengerahmt sein. Das heißt also, bevor ich zum Fischen anfange, ist bei mir der Platz zum Saubermachen und so, dass ich nicht nur dann das Abpackwandel aufbauen muss zum Beispiel oder so. Das wird alles hingestellt, so wie es sein, und dann fange ich erst zum Fischen an. Also wenn man schaut, ich habe da alles beieinander, wenn ich auf dem Sessel sitze, habe ich alles in der Nähe, also das heißt, ich habe alles greifbar. Das heißt, ich habe einen Kescher da, ich habe meine Futterboxen da, ich habe meine Köder da drinnen, ich habe in der Kiste sonst auch alles schön drinnen, alles greifbar. Das heißt, also ich brauche mich, wenn ich mal sitze und wenn die Fische gängen und wenn ich richtig im Feedermodus bin sozusagen, brauche ich nicht aufstehen. Jetzt momentan ist es ein bisschen blöd, weil eben da der Schirm da ist, aber die Sonne verschwindet jetzt eh gleich mal hinter die Bäume, dann kann ich den weg tun und dann kann man das Ganze auch wieder aktiv fischen. Also das ist vielleicht nur ein guter Rat an alle Fischer, einfach der Platz sollte zusammengerahmt ausschauen. Hat auch einen weiteren Vorteil noch, den vielleicht noch gar nicht oder viele nicht bedenken, wenn die Fischereiaufsicht so gar nicht kommen und es ist der Platz immer zusammengerahmt und es passt alles, man hat alles mit. Man hat diese Dinge mit, die in die Bestimmungen drinnen stehen, dann dauert es nicht lang und das Fischereiaufsichtsorgan ist eigentlich dann gleich wieder weg. Na, da kommt gerade eine Schlange. Also das ist noch ein guter Tipp von mir, wenn man alles schon zusammengerammt hat, alles mit hat, was man mit haben muss, laut Vorschriften, was das Gewässer betrifft, dann hat man da auch keinen Stress nicht und das Fischereiaufsichtsorgan ist auch gleich wieder weg. Und ja, gut, dann schauen wir, dass wir vielleicht diese dritte Minute zusammenbringen mit einem Live-Biss. Auch zum Thema Abpackwandel habe ich vielleicht noch was zum sagen. Es ist für einen Fisch die weitgerechteste Möglichkeit, den Fisch abzuhacken. Ja? Also es gegen die Abpackmatte natürlich auch, aber da kann es immer passieren, dass der Fisch durch eine Bewegung, eben durch einen Schwanzschlag, dass er sich sozusagen da, oder dass er von der Matte runtergeht. Aber mit den Abpackwandeln, da können die Fische nicht raus. Und hat einen zweiten Vorteil, und zwar, ich habe bei meinem Abpackwandel eine Teichfolie drüber da. Das ist jetzt nur ein Tipp von mir. Eine Teichfolie drüber da, über das Abpackwandel. Man hat eigentlich zwei Funktionen damit. Einmal hat man, wenn man jetzt keinen Garten hat, dass man sozusagen jetzt das, wenn das nass ist und auch mit Fischschleim voll ist, wenn man da keine Möglichkeit hat, dass man es trocknen kann, schützt die Folie einmal vor dem ganzen Schleim. Aber die zweite Funktion ist die, dass wenn man mal einen Waller fängt, den Waller sozusagen ganz einfach auf die Folie geben kann. Und das wird dann für sich so. Die ist dann auch groß genug, dass man da einen Waller versorgen kann, abhacken kann. Und ja, also es hat zwei Funktionen hat das Wandel. Oder bei mir zum Teil eben auch die Optikplane. Weil man hat auch für größere Fische ganz leicht nachher kann man ja sozusagen nicht im Dreck abpacken, sondern auf der Matte um. Und ist nur für den Fisch nur gut.
super Tag heute, wunderschön heute gewesen. Warm war es, fast schon zu heiß. Fische sind super gegangen. Aber jetzt ist Schluss, jetzt los ist. Und ja, schauen wir beim nächsten Mal. Pfiat euch, ciao.